wenn wir den mal rund um die Uhr später geöffnet haben könnten. Hier bekommen wir erstmal Money. So. Hier können wir noch zwei Parkplätze einfügen. Wie viele Mitarbeiter haben wir aktuell? Hier im Laden 2. Plus 3. Ja, das passt noch von den Parkplätzen. Straße schon mal ein bisschen erweitern. Genau. Das passt erstmal. So, dann schauen wir mal gerade Erforschung, wo das hier Research. Ja. Gehen wir mal auf die Eröffnung, dass wir auch nachts verkaufen können. 48 Stunden. Das werde ich gleich mal machen. Dauert ja nicht mehr lange. 15 Stunden noch. Können wir noch andere Sachen anbieten. Ah, der Auffüller. Ja, da kommt so weit nach. Kriegen wir schon mal die ersten Kunden hier. Aber das Geld, ja, das wird weniger. 130.000 nur noch. Kunden, ja, hält sich in Grenzen. Machen aber leider noch minus 800, minus 700, minus 800. Kundenzufriedenheit, naja, geht, ne? Ich gerade so ein lächelndes Smiley. Aber haben jetzt an einem Tag, Laden ist zu, 52, ja, Sachen verkauft, Waren verkauft. Und wir hatten heute um 19.28 Uhr eine volle Schlange an der Kasse. Vielleicht sollte ich da noch hier am besten neuen Kassierer einstellen. Kassieren ist ja noch am besten, wo kaum Unterschied drin ist. Ja, in der Nacht natürlich nichts los. Naja. Können wir mal weiterschauen gerade. Ja, Finanzen. Wir hatten jetzt mal... Ja, zwei Tage haben wir jetzt offen gehabt, ne? Oder wie sah das aus? Wir haben jetzt Tag 6. Zwei, drei Tage hatten wir jetzt offen. Minus 590, minus 836. Ja. Könnte besser laufen. So, und jetzt sehen wir auch hier die Bedürfnisse. Was heißt Bedürfnisse? Die Nachfragen nach den verschiedenen Waren. Und sehen auch mit blau hinterlegt hier, welche wir gerade anbieten in dem Laden. In unserem einzigen Laden, den wir aktuell offen haben. Ja, Soda. Der Bedarf sehr, 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 wirklich sehr groß. Und ja, decken tun wir einen kleinen Teil nur. Am Wasser sieht schon anders aus. Da decken wir 40... 45%, ja, 30-40%. Ich nenne es jetzt mal Dosenfutter, ne? Auch wenn es eher zum Tierfutter hingeht. Aber Canned Food, ja, 25-25%. Snacks, schon ein bisschen mehr. Da wäre es halt später wirklich angebracht, wenn wir uns da in den einzelnen Läden auf was fokussieren, beschränken. Wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, vielleicht so eine Art kleiner Musikgeschäft, Video, Musikverleih, keine Ahnung, Musik-CDs, DVDs anbieten oder Kleidungsgeschäft hier, Frauenschuhe, Männerschuhe, ja, was können wir sonst noch anbieten, oder so ein Gaming-Laden, Konsolen, Computer. Ja, ich denke mal, da ist eine große Auswahl. Müssen wir halt später alles nur erforschen. So, dass wir das dann auch anbieten können. Aber der erste Laden ist jetzt mal offen. Und dann schauen wir mal gleich. Kann man das hier eigentlich noch vergrößern? Mal schauen gerade. Ah, genau. Hier im Lager kann man noch erweitern. Wie voll das denn überhaupt sein soll, mach ich mal auf 100%. Wenn wir schon den Platz dafür haben. So, Research complete, das ist schön.
Gehen wir mal direkt auf die Night Hours. 48 Stunden dauert das jetzt. Sieht man auch immer wieder, wie viel Geld sie denn hier überhaupt liegen lassen. Jetzt erstmal schon mal zwei Kassen offen. Ich hoffe, das bringt was mehr. Ist eigentlich für höhere Kundenzufriedenheit sorgen, wo jetzt gestern mal die Kasse ein bisschen überfüllt war. Aktuell minus 250. Mal sehen, wie viel am Tag übrig bleibt, beziehungsweise das Minus, wie groß das ist. Aber wenn wir hier schon mal anfangen, ich meine, das Ziel ist ja am Ende eine Mall. Naja, wie viel Geld haben wir jetzt dafür aufgewendet? Circa 70.000. Gut, wir haben jetzt wieder Einnahmen bekommen durch Bonus, wie dass wir ein Geschäft eröffnet haben und keine Ahnung durch was. Wahrscheinlich kann man das hier noch irgendwo sehen. Genau. Wie viele Waren wir verkauft haben an einem Tag. Wie viele Kunden wir hatten. Genau. Sieht man ja die einzelnen Boni. Genau. Ja, wenn man 70.000 für das jetzt schätzt, beziehungsweise kalkuliert und wir später wirklich eine Mall eröffnen wollen. Ich meine, die Karte, wie ihr seht, ist doch schon relativ groß. Wir haben hier insgesamt 4 Anbindungen. Eine benutzen wir jetzt. Optimal wären natürlich alle 4, die man aber auch noch erforschen muss. Später wirklich hier in der Mitte am besten eine schöne große Mall. Drumherum vielleicht kleinere Geschäfte. So wie wir es jetzt hier machen. Ziel natürlich erstmal, dass wir hier am Rand vielleicht, keine Ahnung, so eine Art Ring aufbauen, womit wir dann in diese Mall innen drin, den Aufbau der Mall finanzieren, weil die wird doch vermutlich schon was teurer. Mein, für dieses kleine Geschäft 70.000 und dann für so eine riesen Mall innen drin, weiß nicht, wie viel das kosten wird am Ende. Auf jeden Fall brauchen wir da auch schon feste Einnahmen dann täglich. Und heute haben wir ja nochmal ein Minus gemacht. Ja, gut. Wird aber langsam, ne? Wir hatten mal minus 800 schon an einem Tag. Von daher. Oh, der Laden wieder eröffnet. Soll es auch nicht mehr so lange dauern, bis wir auch nachts geöffnet haben können. Nur um die 24 Stunden dran. Ja, genau 24 Stunden sogar. Mal sehen, wie es heute läuft. Na, ich finde auf jeden Fall, dieses Spiel ist nett. Für zwischendurch auf jeden Fall eine Abwechslung. Ja, wie gesagt, erinnert wirklich an Prison Architect von der Grafik. Hier aus der Vogelperspektive. Und ja, gerade der Anfang ist vielleicht nicht gerade sehr spannend. Ich meine, man kann noch nicht wirklich vieles verkaufen. Man kann sich auch noch nicht wirklich spezialisieren. Und rund um die Uhr können wir leider auch nicht geöffnet haben. Aber das werden wir spätestens hier Tag 8 schaffen, wenn wir das erforscht haben. Ja. Ich meine, die Parkplätze werden auch schon mehr genutzt heute. Sprich, ja, mehr Kunden heute. Spricht sich anscheinend in der Umgebung rum, dass wir hier einen neuen Laden eröffnet haben. Ich bin mal gespannt, wo das Spiel später noch hinkommen wird. Wie gesagt, das Early Access ist, weiß ich nicht, 2-3 Monate auf dem Markt. Und hoffe, dass es dann später auch irgendwann mal endgültigen Release hat. Und hier noch um einige Dinge erweitert wird. Was hier dann noch kommt, bin ich wirklich gespannt. So, jetzt haben wir nochmal eine Nacht vor uns und dann denke ich mal,
Können wir wahrscheinlich nochmal ein, zwei Kassierer einstellen, die auch nachts im Laden bleiben. Auffüller brauchen wir wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt. Ich meine, so viel wird jetzt auch wieder nicht verkauft. Gut, 135 Waren. Läuft schon. Können wir auch nochmal auf den Profit hier schauen. Gut. Hatten heute leider ein bisschen größeres Minus als gestern. Von daher, wohl nicht so gut. Aber mal sehen. Wie sieht es denn hier jetzt nochmal aus? Hier unten haben wir gerade mal gesehen. Ja gut. Hier haben wir schon die Ansprüche fast schon gesättigt. Obwohl Lightbulbs und Electricity. Was bieten wir jetzt eigentlich nicht an, oder? Haben wir hier, wir haben hier Wasser. Ah, doch. Bieten wir doch an. Oh. Ich eben gar nicht drauf geachtet, okay. Was haben wir denn hier sonst noch für eine Option gehabt gerade? Ah, das können wir auch manuell auffüllen. Okay. Displaying. Genau, was hier in einem einzelnen Regal überhaupt vorhanden ist, beziehungsweise womit wir das aufgefüllt haben. Und dann gibt es hier diese Sorten, Tier 1, Tier 2, Tier 3. Tier 1 ist wirklich so ein komplett Mischeware. Tier 2 war, weiß ich jetzt gar nicht, selben Kategorie. Und Tier 3 war, schätze ich jetzt, ich weiß es nicht, ja genau. Tier 3 war wirklich dann der Fokus auf dem einzelnen Produkt. Ich weiß jetzt nicht, ob so ein Kleidungsgeschäft zum Beispiel wirklich dann nur auf, Schuhe, Hosen und sowas sich beschränkt. Beziehungsweise dann auch Tier 3 ist oder ob das Tier 2 ist. Wir haben hier auf jeden Fall gerade ein Tier 1 Geschäft. So, wie ich gerade sehe, wir sind weitergekommen. Was werden wir denn jetzt noch erforschen? Am besten irgendwas, worauf wir uns später spezialisieren. Luxus. Oh, Kleidung fange ich eigentlich gerne an. Closing hier. Das dauert leider 96 Stunden. Dauert ein wenig. Aber dann würde ich sagen, managen wir mal. Das heißt, wir öffnen um 0 und schließen quasi um 0 Uhr. Weil wir eigentlich dann quasi rund um die Uhr offen haben. Machen aber einen Profit von 45%. Kann eigentlich gar nicht stimmen, wenn wir einen Minus machen. Gut. Müssen wir nochmal in die Einstellung gehen des Personals. Der Kassierer soll jetzt am besten von 0. Ja, nur bis 12 arbeiten. Der hier soll. Ah, das passt noch. Der soll von 12 bis 24 Uhr arbeiten. Dann brauchen wir mal einen neuen Kassierer, definitiv. Gerade für tagsüber. Der dann am besten 12 Uhr. Besten, wo ist am meisten los wahrscheinlich? Von 9 bis 21 Uhr, genau, drin bleibt. Dann sollte das passen.